Einen wunderschönen und willkommen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Void Train. Ich grüße euch. Wir warten auf das Unheil, was da kommt, denn wir sind quasi, ja, wie soll ich sagen, dabei quasi gerade uns vorzubereiten auf den Kampf, auf eine, ja, wie soll ich sagen, auf eine Station, die vor uns liegt, die uns erwartet. Und wir hatten 4 Pakete Munition gebaut, die ich jetzt gerade mal aufgenommen habe, die ich gerne, sag mal, wollte schon sagen, die ich gerne jetzt nutzen möchte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, so. Das heißt, ist nicht viel, ist wirklich nicht viel, aber wir haben wenigstens ein bisschen was. Das heißt, ich würde jetzt erstmal ganz langsam in Slowly dort reinrudern. So. Und da werden mit Sicherheit welche sein. Ich guck mal eben oben drüber. Ich gehe von aus, dass da welche sind. Ich versuche mal vorher anzuhalten, ob wir irgendwie vorher da drauf kommen. So hinterm Haus. Sind da welche? Ja, da sind welche. So, warte. Das dürfte reichen. Oder? Reicht das? Scheiße, das reicht nicht, ne? Fuck! Scheiße. Okay, wir müssen noch ein bisschen vorfahren. Aber nur ein bisschen. So, jetzt reicht das aber. Jetzt wird das reichen. Jetzt reicht das aber, oder? Ja, jetzt reicht das. Die wissen noch nicht, dass wir da sind. Das ist gut. Das ist ein Dicker. Gerade nach. Oh, komm schon! Scheiße. Da danach. Moment. Ein Moment. Haben wir gleich. Hä? War's das? Warum habe ich so das Gefühl, dass es das nicht war? Ich wusste es doch. Habe ich es doch gesagt, oder? Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Wo ist er denn? Der soll mal hochkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Oh Mann. Ganz schöne Ladehemmung habe ich. Ernsthaft jetzt? Da liegt Muni! Ich geh mal rein in die Olga. Hier ist alles grün. Okay. Was war das denn? Alter, habe ich mich erschrocken. Wo kam der denn her? Und wo ist der? Steht der am Fenster? Der steht irgendwo unten, ne? Da muss noch einer sein. Das war der nicht, ne? Da ist noch einer. So, jetzt aber. Puh.
Oh, Fett. Fett haben wir jetzt schon lange nicht mehr gekriegt. Alter Schwede. Oh, ein Token. Nice. So, das war's dann mit der Station. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder ganz in Ruhe und ganz gemütlich sammeln. La 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 la. Wollte schon gerade sagen, ist das ein Aldi-Symbol? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Und es geht wieder los. Leere Schränke. Wo nichts drin ist. Ich hasse die Entwickler. Oh, ich hasse euch. Wieso liegt hier nichts drin? Ihr wollt mich doch verarschen. So, wir hatten hier noch einen erschossen, ne? Wo ist der? Da, Pickup. Rifle-Ammo. Und ein Token. Hat der was fallen lassen? Nö, okay. Da liegt irgendwie Dings. Da liegt wieder ein Token zum Spielen. Hier ist, genau, wasch jede Hände. Genau, es ist gefährlich, die Void-Wiesen zu füttern. Achtung. Das hat man, glaube ich, auch schon mal gelesen. Och Mann, ich habe immer noch die große Hoffnung, dass was drin ist. Das war's hier schon, ne? Ja, ist jetzt nicht so spannend gewesen, muss ich sagen. Ich dachte, vielleicht haben wir hier irgendetwas, was wir bekommen könnten, aber gut, okay. So, hier ist noch ein bisschen Chemikalien, Holz und dann machen wir den hier und dann... So. Sehr schön. Ja, dann können wir weiterreisen. Ab zum Zug. Ich würde mal mich ausrüsten... Den hier. Zurück zum Zug und weiter geht's. Slowly geht's weiter. So. Hallo, Freunde. Das war schön. Aber das war's gut, wenn da oben so... Hast du ein bisschen Deckung? Das funktionierte ganz gut eigentlich. So. Ich glaube, wir haben alles gesammelt. Ja, ich bin mal gespannt, was uns noch erwartet. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau und was ich auch jetzt in den letzten Folgen sagte, ich weiß noch nicht genau, wie lange ich jetzt Void Train noch spielen werde. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange sein, da ich nicht mehr so das Gefühl habe, hier wird noch viel Story kommen, weil, glaube ich, noch nicht viel Story drin ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Weil allzu viel wird es nicht mehr kommen. Es wird wahrscheinlich jetzt immer dasselbe werden. Und so langsam nimmt es Fahrt auf, sich ein bisschen zu ziehen. Auch was die Neuerung angeht. Weil wie gesagt, wir haben nichts irgendwie, was uns jetzt angezeigt wird, was wir zu tun haben. Wir haben keine neue Quest oder so. Ist alles beim Alten. Das nächste wird jetzt passieren. Entweder werden wir ein zweites Gleis wieder bekommen oder wir werden jetzt im Depot landen. Der Sprecher war ja auch schon lange nicht mehr da. Deswegen gehe ich mal ganz stark von aus, dass nicht mehr allzu viel kommen wird. Also es wird eine unendliche Reise geben. Ich weiß nicht, also im Endeffekt, im Endspiel wird es wahrscheinlich, also im Endgame, wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben zu entkommen. Gehe ich von aus, wie in jedem Survival-Game. Weil wir sind ja einfach geflüchtet damals. Ihr erinnert euch ganz am Anfang vor den Nazis, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, war es so. Und, ja, und sind dann hier in diesen Void geflüchtet, der unbekannterweise da war, wo wir uns nicht auskannten. Wir gesagt haben, komm, wir flüchten jetzt ganz schnell da rein, bevor uns die erwischen. Und, ja, im Endeffekt wird wahrscheinlich Ziel des Spiels sein, dem Void wieder zu entkommen. Und, oh, da ist nochmal Holz. Nehme ich auch nochmal mit. Ja. Und, ich gehe mal ganz stark von aus, dass das dann das Ziel des Spiels sein wird, wenn dann der Full Release gilt. Achso, ich wurde gefragt, wegen... Weiß nicht, ob ich das schon beantwortet habe. Wenn ich mich wiederhole, bitte korrigiert mich. Oh, Inventory Full. Wann das Spiel auf Steam erscheint, das kann ich... Will ich? Weiß ich nicht, aber kann ich leider nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Ich weiß, es ist im Epic Store aktuell noch exklusiv. Es soll auf Steam kommen. Ja. Ist... Ja, Nein, was wollte ich denn? Hier.
Ja, ist schon angekündigt auf Steam. Ich denke, dass es 23 jetzt werden wird. Deswegen gehe ich mal ganz stark von aus. Hallo? Alter, wir haben echt schon wieder fast 4 Kisten voll. Leck mich fett. 5. Nee, 6 sogar. Nein, ich gehe ganz stark von aus, dass es dieses Jahr was werden wird. Und, ja, also, mach uns nichts vor. Das wird was. So. Consumables hier rein. Dann Fett-Fetts. Haben wir wo? Da. Nee, hä? Hä? Ach, das Zink wollte ich... Oh, lol. Stimmt, ich wollte das ja noch rüberpacken, das Zink. Stimmt ja. Oh, Leute. Das heißt, ich muss das Zink noch verbrauchen, ne? Stimmt, da war ja was. Das wollte ich rausschmeißen. Ja. So, Waffenteil. Ja, mal eben kurz checken. Armory. Change. Griff. Besser. Handling wird besser. Nehmen wir. Das heißt, oh, wir können mal reparieren. Wir brauchen einen Metallbarren. Danke. Machen wir das doch mal eben. Reparieren. Ah, okay, haben wir jetzt. Wir können sogar die hier changen, ne? Sehe ich gerade. Oder? Weiß ich gar nicht. Könnte man bestimmt machen. Können auch eine createn. Aber das reicht erstmal so. So, das Waffenteil würde ich, glaube ich, entsorgen wollen. Zumindest... Einfach hier so rumschmeißen. Einfach weg damit. So, ciao. So, da schwebt's rum. Und ja, das Zink. Oh, das Zink müssen wir loswerden. Warte mal, wir haben ja noch ein paar Barren, ne? Und Zink brauchen wir ja für die Kupferbarren. Das heißt, ich nehme die Kupferbarren mit. Die Zink. Und ich nehme Kohle mit. Fünfer-Stack. Und dann brutzeln wir ein paar Barren. Dann kommt das Zink nämlich weg. Komm. Scheiß drauf. So, die Kohle ist gleich zu Ende. Die füllen wir gleich nach. Ich fahre schon mal ein Stück weiter. Dann kann das ja ein bisschen brutzeln. So. Schwupps. Okay. Heißt also, wir düsen weiter. Kriege ich jetzt hier was von euch? Ja, Leder. Juhu. Trinken tue ich jetzt einfach mal so. Ich weiß, wir müssen wieder ein bisschen essen. Ist nicht mehr viel essen. Ich glaube, ich habe gerade Essen gesehen, ne? Da war Essen. Da ist auch Essen. Wow, es hat wieder irgendwas geladen. Nee, aber deswegen, ich sage ja, ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt noch geht. Wie lange wir das jetzt noch spielen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben einiges schon gesehen. Und es gibt natürlich wahrscheinlich noch einiges zu entdecken. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber nicht desto trotz würde ich, glaube ich, dann irgendwann jetzt so langsam zum Ende kommen. Außer ihr sagt, ihr würdet es jetzt noch ein bisschen weitersehen wollen. Deswegen so Kupferbarren. Ja, wir müssen ja noch ein paar Barren brennen. Gut, dann können wir hier aber mit den noch einen Barren hier machen. Noch einen Barren hier machen. So. Wir fahren weiter. Oh, Chemikalien kann ich mitnehmen. War ja noch nicht ganz voll. Fällt mir gerade ein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Gleis 2 oder Depot, ich bin mir nicht sicher. Essen. Direkt rein in die Olga. Wir haben bestimmt einiges liegen lassen jetzt gerade. Denke ich mal. So, da ist Scrap Metal. Da ist Trinken. Bin gespannt, was kommt als nächstes. Ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass wir den Sprecher nochmal hören werden. Ich glaube, dass das war's. Ich glaube, wir haben jetzt schon echt sehr weit gespielt. Ich habe ja auch nirgendwo irgendwie mal geguckt gehabt oder so, außer zwischendurch mal, um zu gucken, wie man halt Wände bekommt. Für den Zug, was wir ja endlich jetzt grandios gefunden haben. Aber ansonsten habe ich mich nicht irgendwie spoilern lassen oder so.
Ein paar Bilder hatte ich mal gesehen gehabt, aber das lässt jetzt auch nichts vermuten oder so. Das Einzige, was man daraus jetzt erkennen konnte, dass es vielleicht einfach so eine Arena wieder war. Und es gibt noch viel größere Kreaturen, was ich gesehen habe in den Arenen. Das ist das Einzige, wo ich mich jetzt habe spoilern lassen. Aber das ist, glaube ich, dann irgendwie Runde, keine Ahnung, vielleicht Runde 20 oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich ehrlich nicht. Habe ich nur so mal aufgegriffen. So, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass da hinten neuer Void kommt. Also neues Depot. Ich bin mir nicht sicher. So, ich würde einmal hier aufnehmen. Not enough space, das ist sehr schön. Das heißt, wir werden mal einlagern. Wir haben alles voll, ne? Nein, Gott sei Dank. So, trinken roh, das trinke ich mal. Essen roh, rein damit. Dann, genau. Essen. So, das ist wieder soweit gestillt. Barren. Wir wollten noch mehr herstellen, ne? Nochmal 4 Stück, genau. Ich wollte trotzdem mal was essen und trinken, weil wir ja gerade so ein bisschen auf, ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hier rumhängen damit. Deswegen würde ich gerne mal ein bisschen was essen, was trinken. Wir können ja nochmal ein bisschen was herstellen dann gerade. Das wäre nicht das Problem. Wir haben ja ein bisschen was. Weil wir ja gerade ein bisschen was gesammelt haben. Können wir das auch gerade mal wieder herstellen. Ja, Holz kann da rein. So, ich guck mal hinten. Wir vergessen hinten immer unseren Friedhelm. So, der hat wieder Wood. Sehr schön. Und genau. Zink können wir jetzt getrost wieder hier reinschmeißen. Ja, wir sind ein bisschen was losgeworden. Nicht alles, aber immer noch besser wie nichts. So, das füllt sich auch so langsam wieder. Sehr schön. Die Metallbarren hier rein. Ja, so langsam lichtet sich das doch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also genau so, wie ich das gerne hätte. So, die Barren kommen hier rein. Und dann so. Ich weiß, wir können natürlich noch mehr hier auch ein Research Table machen. Würde ich vielleicht auch noch gerne machen wollen. Bevor ich jetzt komplett dann vielleicht zum Ende komme der Videoreihe hier. Würde ich gerne tatsächlich einfach mal sagen, wir machen vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal, was uns alles noch erwartet. Wie weit wir noch kommen, was noch kommt. Ich würde vielleicht noch bis zum nächsten Depot noch spielen wollen, würden, um zu gucken, was uns da noch erwartet. Wir kriegen die Kisten, würde ich ja noch aufmachen wollen. Die haben wir ja noch in petto. Also, da ist ja noch einiges, was wir noch zu tun haben. Also, so schnell wird es dann jetzt auch nicht zu Ende gehen. Na, nur so zur Info. Also, nicht, dass ihr euch jetzt wundert und sagt, du hörst jetzt auf, wo du 4 Kisten hast. Nein, natürlich nicht. Nein. Das würde mir nie in den Sinn kommen. Genau, ich höre jetzt auf. Mit 4 Kisten in Tash und alles. Nein, auf gar keinen Fall. Also, so natürlich nicht. Tschuuu. Weiter geht's. So. Da ist Essen. Sehr schön. Nehme ich mit. So. Dann gucken wir doch mal, was uns erwartet. Es sieht nicht aus, als wäre es in Gleis 2 was kommt. Zumindest nicht erahnen. Ich gehe eher davon aus, dass wir zum Depot kommen. Sieht zumindest danach aus. Aber ich sehe auch keinen Rand oben irgendwie, sondern so einen riesen Raum. Chemikalien nehme ich mit. Ach, diese entspannte Musik dabei. Das ist doch alles sehr schön. So, trinken. Können wir auch mal zwischendurch einfach mal ein bisschen snacken und so. Dann sind wir ja auch guter Dinge. So. Oh, Fireflies. Oha. Das ist ja jetzt, puh, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Das ist ja jetzt, warte mal, was brauche ich denn nochmal für ein Dings? Da muss ich hier mir nochmal ein Regal hinstellen.
Was brauche ich denn dafür nochmal? Moment, Storage. So, hier. Dafür brauche ich... Einen Barren habe ich. Den ich da rein platzieren kann. Und wir brauchen einmal Schrauben. Okay. Einmal Schrauben, einmal Barren. Nein. Da. So. Ja. Spread one. Ich glaube, wir brauchen einen Barren für Schrauben. Ich bin mir nicht sicher. War das so? Ja. Bing. So. Zack. Dann können wir da auch wieder Kisten hinstellen, die wir ja jetzt brauchen werden, weil wir ja da runter müssen. Und wir müssen uns, glaube ich, noch ein paar Ringe herstellen. Das heißt, das würde ich nochmal eben schnell machen. Vorsichtshalber, nur zur Vorsicht. Nur zur Vorsicht, dass wir die haben. So, der kann wieder zurück. Die Chemikalien können zurück. Und... Na? Wo war denn jetzt hier... Oh Mann. Oh Gott, es wird so voll wieder. ja. 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 War das richtig? Nein, ist ja auch egal. Na. So. Gut, Ringe, ne? Die haben wir bei Consumables. Nutzbares, so.